Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute gibt es mal wieder ein Unboxing und ein kleines Review oder ja, Erfahrungsbericht, kann man eigentlich sagen, weil viel Erfahrung haben wir damit noch nicht, aber es wird nicht bei uns bleiben, das Produkt. Und zwar handelt es sich um ein neues Stativ und ja, das ist das Roller City Traveler XL. Genau, das werden wir euch jetzt mal kurz erst auspacken und dann vorstellen. So, ich bin jetzt auch da. und ja, also ich bin in einem Video zur Deko, weil ich habe weder irgendeine Ahnung, noch das, also ich habe es zweimal oder so aufgeklappt, aber so, ja, also ich ja. Also Karton, seht ihr einmal hier, ist jetzt nichts Spektakuläres. Aber auch nichts Unspektakuläres. Nee. Ich kann einfach mal vorlesen, was hier so an technischen Daten drauf steht. Könnt ihr auch selber nachlesen, aber dann ist es gleich einmal mit in dem Video dabei. Also man kann, also die maximale Arbeitshöhe sind 156 cm. Also wir haben es einmal, als wir es komplett ausgeklappt hatten, hatte ich es wirklich mit der Kamera zusammen, also mit der 5D, direkt den Sucher eigentlich vorm Auge, also perfekte Höhe. Genau, niedrigste Arbeitshöhe sind 23 cm, das ist extrem wenig, das finde ich richtig gut. Und dazu muss man sagen, also das können ja viele Stative einfach, dass man die Stativ, die mittlere Stange einfach rausschraubt und umdreht und verkehrt und reinmacht. Für dieses 23 cm muss man das hier nicht mehr machen. Also man kann das natürlich noch umdrehen, dann kommt man wirklich bis auf 0 cm. Also man kann die Kamera dann unten auf den Boden anstoßen lassen. Macht keinen Sinn. Aber die 23 cm funktionieren auch ohne, dass man die Kamera, also die Stange umdrehen muss. Genau, dann haben wir Packmaß 42 cm. Ist auch eigentlich recht klein. Das Ganze wiegt ohne Kugelkopf 890 Gramm und mit Kugelkopf 1115 Gramm. Weil das Material ist Carbon. Also von genau, diesen das war das, was du wusstest, was du ja, unbedingt rausholen wolltest. Das steht hier. Nee, ja. Und der Kugelkopf ist wahrscheinlich kein also, Carbon. Kugelkopf dürfte Aluminium sein. Also eigentlich auch nichts besonders Schweres. Genau. Apropos besonders schwer, Tragkraft. Überleitung hast du gemerkt. Tragkraft hat das Ding 8 Kilo. Und genau, wie ich schon im Intro gesagt habe, wir werden das nicht behalten. Dazu kommen wir aber dann gleich noch. Ich werde es erstmal auspacken. Oder möchtest du das auspacken? Nein. Okay, dann nicht. Ja, wir hatten es schon mal ausgepackt. Deswegen können wir auch sagen, dass es so wie ein Mini-Erfahrungsbericht ist. Also wir packen es jetzt nicht zum ersten Mal aus. Nee. Genau, dazu gibt es auf jeden Fall diese Tasche. Die ist eigentlich echt schick. Das Material, was ist das? Irgend so ein, wahrscheinlich ein relativ... dreifach gezwirrt. Auch das. Irgendwas Wasserdichtes wahrscheinlich oder Wasserabweisendes auf jeden Fall. Es sieht zumindest, tut so. Ja. Sieht so aus. Es hat einen Trageriemen, den man nicht abmachen kann. Ich weiß nicht, ob das für irgendwie eine Bedeutung hat. Man hat hier am Ende und am Anfang oder am Anfang und am Ende, wie auch immer, vom Reißverschluss solche zwei Schlaufen, wo man das durchfädeln könnte. Und man hat hier auf der Rückseite nochmal hier eine kleine Schlaufe, dann hier in der Mitte eine ganz große und hier nochmal eine kleine Schlaufe. Ja genau, dann geht das hier rum, da ist wie gesagt der Trageriemen festgenäht und den hier kann man noch in der Länge verstellen, wenn man das wollte. Also man kann sich das hier schön so, denke ich mal, so umschneiden. Genau. Ja, wie ihr schon seht, das ist, hier steht Foto Pro, liegt einfach daran, dass das an sich nicht von Roller ist, sondern einfach nur Roller seinen Namen drauf geschrieben hat quasi. Weil? Wieso macht man sowas? Weiß ich nicht. Frag nicht mich. So, dann haben wir hier einmal Bedienungsanleitung. Ach echt? Ich dachte, das ist so ein Prospekt mit Werbung oder so. Nee, mit Bedienungsanleitung und allem. Also, ja, wie man die den Beinwinkel verstellt, dann die Mittelsäule und ja, es ist eigentlich alles erklärt. Ja, Stativ, aber dazu das kommen wir gleich. Das hat niemand gesehen. Was? Das hat niemand gesehen. Stativ.
Richtung kommen wir dazu erst gleich. Wir haben nämlich hier noch in der Stativtasche so eine kleine Einzelseitentasche. Und da ist noch ein bisschen Werkzeug drin, was genau das kann. Ach, ich kann hier die Stativbeine, die Schrauben dazu verstellen. Also ist das so ein Maulschlüssel oder sowas? Genau. Ist das so? So ein Maulschlüssel mit zwei und verschiedenen Größen. So ein Gerät hier, ne? Und ein Inbus für. Da kann man hier. Hier ist ein Inbus auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wo noch überall. Die Beine, wie ihr schon seht, sind so um 180 Grad nach oben geklappt in diesem Transportzustand. Das heißt, um es auszuklappen, können wir jetzt erstmal die Beine einmal komplett umlegen. So. Und dann die Mittelsäule noch einfahren, weil die muss natürlich ausgefahren sein, damit das dieses 43, wie viele Zentimeter waren das? 42 cm Packmaß auch eingehalten werden können. Genau, also wie ihr schon gesehen habt, die Mittelsäule kann man eben mit Höhen verstellen mit dieser großen Schraube hier und dann muss man es dazu noch hier in der kleinen Schraube locker stellen, damit man nicht zum Beispiel aus Versehen hier oben rankommt und dann die Mittelsäule sich bewegt. Genau, das ist ja die maximale Ausfahrhöhe der Mittelsäule. Ich weiß gar nicht, wie viele Zentimeter das jetzt sind, aber ja, 35 vielleicht. Genau, dann fahre ich die erstmal wieder ein. Ja, dann die Beine lassen sich, also das ist die sozusagen steilste Position. Dann haben wir noch das. Und weshalb das Turnier hier auf den Boden kommt, kann man die Beine von fast 90 Grad vom Stativ wegstrecken. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, wie soll man damit so knapp auf dem Boden fotografieren können, wenn auch hier die Mittelsäule im Bild ist. Was? Na, die kann man noch. Ja, das weiß aber noch keiner. Das muss ich dir jetzt erklären, aber du hast alle Spannung rausgenommen. Ja, also man kann die Mittelsäule hier zerteilen. Und dann hat man das Stück übrig. So, jetzt hat man eine kurze Mittelsäule und das andere Stück ist dann halt sozusagen erstmal übrig. Ja, jetzt insgesamt ist die Mittelsäule, kann ich mal zeigen, nur noch so lang. Wie ich tatsächlich nur gefühlt genauso viel wie der Kugelkopf. Was? Wie der Rest vom Stativ. Ja, weil der Kugelkopf ist. Ja, der Kugelkopf ist richtig schwer. Und das hier wiegt nichts. Ja, man hat, wie gesagt, am Ende, nee, hab ich nicht gesagt, aber man hat am Ende der Stativstange, natürlich nur bei der langen Variante, so einen kleinen Haken, da kann man zum Beispiel die Kameratasche oder einen kleinen Sandsack ranhängen, um das Stativ ein bisschen zu beschweren, damit das einfach stabiler steht. Genau, aber wenn man die kurze Version benutzt, dann hat man die Möglichkeit nicht, also man kann den zwar hier rausschrauben, aber der hat ein anderes Gewinde als hier drin ist. Und man kann somit den Haken nicht an die andere kurze Stange ranmachen. Ist ein bisschen schade, finde ich, weil vielleicht, ja, ich sag mal, vielleicht sagt man sich auch, man will die lange Stange gar nicht erst mitnehmen, aber stellt das Stativ vielleicht trotzdem in seiner kompletten Höhe auf und möchte dann diese stabile Version haben, aber das geht jetzt in dem Fall eben nicht. Ja, ist nicht tragisch, aber. Ja, hätte man anders machen können. Ja, dann kommen wir einmal zum Kugelkopf. Ich mache das jetzt mal hier in der Mitte, weil ich bin jetzt erstmal hier alleine. Zumindest vor der Kamera. Ja, wir haben die Möglichkeit natürlich für die Panoramaverstellung sozusagen. Also man hat ja auch so eine kleine Skala unten dran, die können wir gleich mal einblenden. Da stehen halt die verschiedenen Gradzahlen in 30 Grad Schritten mit Zahlen und ansonsten ja in 5 Grad Schritten mit Strichen. Genau, also das Ganze fühlt sich mega hochwertig an. Also auch der ganze Kugelkopf fühlt sich richtig hochwertig an, das ganze Stativ auch. Gut, das wiegt halt wirklich nichts, aber macht trotzdem mega stabilen, hochwertigen Eindruck. Ja, der Kugelkopf ist halt so matt lackiert oder ich weiß gar nicht, wie ist das lackiert? Was ist das für eine Farbe? So ein
leicht bläuliches Grau. Zumindest dieser Teil, wo die Kugel drin sitzt. Und da drüber ist es ein mattes Schwarz. Genau, dann haben wir Schnellwechselplattensystem. Das ist Arcaspis-kompatibel. Also das gibt es auch dazu. Ach ja, hier ist noch der Inbus für. Da kann man die ganze Platte locker machen und austauschen. Ja, man hat wie gesagt eine Schnellwechselplatte und eine Aufnahme dafür. Und die Platte ist eigentlich ziemlich cool. Die hat so einen kleinen, wie nennt man das? So einen kleinen Bügel dran. Die kann man hochklappen und dann kann man das auch ohne Münze oder ohne Schraubendreher an der Kamera befestigen. Das mache ich jetzt eben mal. Genau, dann hat man an dieser Platte noch rechts und links so eine kleine Schraube drin, die die Kamera gegen das Rausfallen sichert, wenn man die Platte nicht ganz locker geschraubt hat. Ja. Zum Rausnehmen muss man das ganz aufschrauben, dann kann man die nach oben rausnehmen. Mhm. Und ansonsten hier ist die so gegen das Rausfallen gesichert. Das Geräusch ist echt nicht schön. Ja, und wie gesagt, das Ganze soll 8 Kilo aushalten, der Kugelkopf. Und also wenn ich mir das jetzt wirklich angucke, die Kamera wiegt, der Body 1 Kilo ungefähr, das Objektiv 750 Gramm oder so, also fast 2 Kilo. Und wenn ich dann wirklich hier so damit hin und her wackeln, da sind schon einige Kräfte, die da drauf gehören. Ja, da kommt sogar das Ding rausgefallen. Ja, dann, also der hat sich kein Millimeter bewegt, der Stativkopf, weil das ist richtig gut. Und ich habe den nicht mehr besonders festgeschraubt, also ich kann ihn wirklich hier ganz locker andrehen und der ist fest. Also das ist wirklich richtig gut und das hält auch, was es verspricht. Genau, dann kommen wir nochmal zum Stativ. Also das hat keine Einbeinfunktion, dieses Stativ. Ja, das ist einfach nur, dass man zum Beispiel wahrscheinlich in kalten Jahreszeiten nicht unbedingt das kalte Stativbein selbst anfassen muss. Wobei das durch das Carbon wahrscheinlich auch gar nicht so kalt wird, wie jetzt vielleicht eins aus Aluminium oder irgendeinem anderen Metall. Ja, selbstverständlich kann man den Kugelkopf natürlich auch entfernen und durch jeglichen oder jeden anderen Stativkopf austauschen. Ja, dann hat man hier noch so einen kleinen Haken. Ich nehme an, dass man da zum Beispiel eine Sicherungsschlaufe mit der Kamera ranmachen könnte oder so. Zeig mal. Hier. Ah. Ich nehme einfach an, dass das dazu gedacht ist. Aber ich glaube, das ist auch nirgendwo erwähnt. Ja, also an sich ist es halt bedingt durch das Material halt also Carbonfarben und Carbonoptik, weil es halt auch einfach Carbon ist. Sieht echt gut aus. Und dann hat das an zwei Beinen, also an dem mit dem Gummi, kein weiteres Design dran, und aber an den ohne Gummi hat das so ein Punktemuster und das City Traveler XL Logo oder Schriftzug. Und ja, darüber lässt sich streiten, ob es jetzt besonders schön ist oder nicht. Also von dem Stativ gibt es drei verschiedene Größen. Ein XL, ein normales, das hat keine weitere Bezeichnung, das heißt einfach nur City Traveler. Und dann gibt es noch ein Mini, heißt das, glaube ich. Und die haben beide zum Beispiel einen anderen Kugelkopf. Und also der hat noch die Möglichkeit, wenn man ihn nicht ganz locker schraubt, könnte man auch so Kamerafahrten machen. Das heißt, die ist leicht gebremst, die Kugel. Aber trotzdem locker. Und die anderen Stative haben alle so einen Kugelkopf, den kann man entweder locker oder eben festschrauben. Und ich glaube, da gibt es dann keine richtigen Zwischenstufen. Und das ist auch aktuell noch mein Problem, dass viele Stative, also da ich das ja nicht behalten werde, bin ich auf der Suche nach einem anderen und habe mir schon einige angeguckt und die haben relativ viele davon, sehen entweder kacke aus oder haben irgendwelche Funktionen, die ich bei dem sehr gut finde, aber die halt die anderen Stative eben nicht haben. Und ja, jetzt kommt es gerade auf Kamerakriterium. Und zwar ist das Ganze der Verschluss der Beine oder die Möglichkeit, die Beine auszuziehen. Man hat hier an jedem Bein unten, also an dem Fuß, die Möglichkeit, den
nach links zu drehen. Und zwar gibt es dazu drei Einrastpunkte. Der erste, ja, die merkt man eigentlich relativ deutlich. Der erste Einrastpunkt, damit lässt sich ein Bein ausziehen, das war jetzt das oberste. Und das dürfte, glaube ich, auch der Plan so sein. Und der zweite Einrastpunkt, okay, das war jetzt der unterste, das macht schon wieder keinen Sinn. Und jetzt der dritte Punkt, der packt das mittlere Bein aus, also der löst das mittlere Bein. Ja, und dann dreht man das Ganze nach rechts wieder zu und dann sind alle Beine fest. Also da merkt man dann keine Einrastpunkte bei dem wieder festschrauben. Und zum Zusammenklappen kann man das Ganze genauso machen. Entweder einzeln. Okay, das scheint so gedacht zu sein, dass immer das mittlere zum Schluss. Echt? Ja, das macht absolut keinen Sinn, aber es ist halt so. Ja, oder man könnte einfach alles dreist locker machen, auseinanderziehen, festschrauben und dann ist es fest. Aber das ist der Punkt, dann ist es fest. Nein. Huch? Also, jetzt, als ich mal mit Gewalt nachgedreht habe, dann wird es richtig fest, aber wenn man einfach nur so festschraubt, dass man sagt, man dreht den Fuß dabei nicht mit, weil das habe ich nämlich auch bei einem von den Füßen, den kann man einfach mitdrehen und daher hat man gar keine richtige Kraft, den festzuschrauben. Das heißt, man muss das tatsächlich an einem der Stativ, also an dem Bein anfassen und drehen. Und wie lange das dann nur wirklich dadurch hält, weiß ich nicht. Und das macht keinen so richtig sicheren Eindruck für mich. Und da habe ich auch einfach Angst, wenn ich meine Kamera dann darauf packe, dass es dann nach und nach sich vielleicht die Beine lösen, zusammenklappen und dann irgendwann das ganze Stativ einfach umfällt. Also so wie es ist, finde ich das richtig gut, das Stativ. Nur dieser Mechanismus mit den Beinen, das ist, glaube ich, nichts für mich. Der hat auch einen Namen. Ja, das Ding heißt Twistlock. Ich habe halt Angst, dass wenn ich es ganz doll fest schraube, ich es irgendwann nicht mehr locker kriege. Ich habe nämlich auch ein Video dazu gesehen. Da hat jemand gesagt, der hat das auch dasselbe Problem gehabt. Hat es dann immer fester schrauben müssen und immer fester schrauben müssen, bis er dann irgendwann eins der Stativbeine komplett in der Hand hatte. Und das ist nun wirklich nicht meine Absicht. Und vor allem, achso, da haben wir noch gar nicht zugesagt, Preis. Es war letztens in Mediamarkt, da haben wir es überhaupt das erste Mal gesehen, im Angebot für genau 100 Euro. Dann habe ich mich dazu zu Hause informiert. Habe mich dann dazu entschlossen, dass ich das eigentlich ganz gut finde und das kaufen werde. Dann war es schon wieder beim Mediamarkt für 150 Euro, weil das ein richtig gutes Angebot war eigentlich mit den 100 Euro. Und ich habe es dann auch noch für 111 Euro gefunden. Und weil die Verpackung beschädigt war. Genau. Dafür möchte ich auch, dass das Stativ länger hält als, keine Ahnung, 10 Mal auf- und zuschrauben, dann habe ich ein Bein in der Hand. Aber eigentlich Punkt UVP von dem Stativ sind 250, oder? 260? Ja, irgendwie 57 oder so. Irgend sowas um die 250 Euro. Genau, und was ich außerdem noch schwierig finde bei diesem System, irgendwo bei der Hälfte zum Beispiel anzuhalten, sag ich mal, und alle Stativbeine nur ein kleines Stück auszufahren, wenn man zum Beispiel die Mittelsäule nicht benutzen will, weil das macht natürlich instabiler. Ja, und jetzt der Punkt, was ich in dem so richtig gut finde, was mein Problem ist halt mit den, zum Beispiel mit vielen anderen Stativen. Ich finde diese kürzbare Mittelsäule richtig, richtig gut. Also habe ich vorher noch nicht gesehen, aber ich habe mich auch vorher noch nicht so mit Reisestativen viel beschäftigt. Und diesen Haken hier unten, den finde ich echt cool. Das haben auch einige nicht. Also zum Beispiel das von Roller, das C5i heißt das, glaube ich. Das ist auch richtig cool, das ist relativ klein, ist aber auch mega stabil. Also es ist, lässt sich klein zusammenfalten, aber ist in der Arbeitshöhe recht groß eigentlich. Und hat aber zum Beispiel diesen Haken hier unten wiederum nicht. Genau, wir sind dann schon wieder durch mit dem Video. Ja, wir hoffen, es war informativ. Ihr habt was gelernt und habt vielleicht auch ein paar ungeklärte Fragen jetzt beantwortet bekommen. Ja, also wir haben ja jetzt gesagt, das ist ja grundlegend gut, so das Stativ. Ja, bloß das System ist halt ein bisschen blöd, aber vielleicht kommen ja damit andere besser klar. Genau. Oder so. Ihr müsst es einfach mal in die Hand nehmen, ausprobieren. Wir haben es ja auch beim Mediamarkt gesehen und einfach mal probiert. Dann sehen wir uns im nächsten Video, hoffentlich. Ja. Wir verlinken unser letztes Video unten drunter und ja, dann bis zum nächsten Video.
Kamin Thema der heutigen Sendung. So. Was für eine Sendung machen wir denn? Die Sendung mit der Maus. Ja. Darf ich eine Frage stellen, ja. Herr Lehrer? Und das kann ich zum Beispiel nicht um 180 Grad rumklappen. Wir haben ja noch eine Reisestation. Und wir haben noch eins, das können wir auch mal noch im Vergleich. Nee, ach, das ist, da steht gerade die Kamera drauf.